Kapitel 6 Episode 17 Gott der Fischerei und der Häfen, Teil 2 Es erschreckt mich. Was soll das bedeuten? Ich kann mir keinen Reim darauf machen. Du bist gezeichnet von jeder Ungerechtigkeit, die dir angetan wurde. Du träumst davon, friedlich mit anderen Menschen zusammenzuleben, zum Beispiel in einem Dorf, das macht dich bestimmt glücklich. Aber du weißt sicher, dass das leichter gesagt als getan ist. Die Realität wird dich nicht so verhätscheln. Sie wissen, wie zerbrechlich ihr Glück ist, bereit, bei der kleinsten Erschütterung zu zerbröckeln. Du weißt, dass die Menschen gierig sind, dass sie sich vor denen fürchten, die anders sind, und dass sie versuchen, die Nägel einzuschlagen, die herausragen. Du sehnst dich nach einem idyllischen Leben auf dem Lande, und doch kannst du nicht eine Sekunde lang unachtsam sein. Sie sind sich dessen vielleicht nicht bewusst, aber sie sind sich der Realität schmerzlich bewusst, viel mehr als normale Menschen. In gewisser Weise ist das fast schon abnormal. Du bist wie eine Katze unter den Tauben. Man könnte wohl sagen, das ist die Dualität des Menschen. Und was soll ich dagegen tun? Platzte ich heraus. Seriels Augen weiteten sich, und dann schwebte er mit einem Gackern von mir weg. Da bin ich überfragt. Aber an deiner Stelle würde ich mir überlegen, etwas freier zu sein. Freier? Ja, genau. Sei deinen Gefühlen, deinen Wünschen treu. Du willst so sehr zu einer Gruppe gehören, dass du dich zurückhältst, besonders im Kampf. Du stellst deine Vertrauten immer gerne in den Mittelpunkt der Situation, aber das tust du zum Teil, um dein volles Potenzial zu verbergen. Und du weißt auch warum, oder? Um ehrlich zu sein, bist du schon seit deinem vorherigen Leben extrem talentiert im Kampf. Wenn du dein volles Potenzial ausschöpfen könntest, wärst du so gut wie ein Abenteurer der Stufe A. Wenn du anfängst, Erfolge zu sammeln, könntest du in absehbarer Zeit den S-Rang erreichen. In Anbetracht deines Alters bist du wahnsinnig stark. Und dann ist da noch das magische Talent, das die anderen Götter dir verliehen haben. Es mag jetzt noch nicht sehr ausgeprägt sein, aber mit etwas Übung lernst du immer mächtigere Zaubersprüche, und in Kombination mit deinem irdischen Wissen könntest du komplexere Magie entwickeln. Mit deinen Vertrauten im Rücken bist du in der Lage, alles zu überwinden. Von außergewöhnlichen Individuen wird erwartet, dass sie eine tadellose Moral, eine sympathische Einstellung und freie Arbeit an den Tag legen. Zeigen sie Anzeichen des Gegenteils, werden sie, bevor sie es merken, zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Lob wird schnell Kritik und Beleidigungen Platz machen. Abgesehen von den Aussichten für meine Zukunft verstand ich, was er zu sagen versuchte. Aber ich glaube nicht, dass dir das wirklich wichtig ist. Warum nicht? Sael kicherte. Habe ich das nicht schon erklärt? Der Mensch ist ein Teil der Natur, in der das Überleben des Stärkeren Gesetz ist. Die Menschen haben durch ihre Fortpflanzungsfähigkeit und ihre Klugheit massiven Einfluss auf die Welt gewonnen. Als sie zahlenmäßig genug gewachsen waren, begannen sie, ihre eigenen Werte und Regeln zu schaffen, um ihre Gruppe vor Bedrohungen von außen zu schützen. Menschen, die gegen diese Regeln verstoßen, haben keinen Platz in der menschlichen Gesellschaft. Aber das war's auch schon. Wenn du, sagen wir, 3 Jahre lang ganz allein in einem Wald leben würdest, würden diese Regeln für dich nicht gelten. Da es so viele Monster gibt, gibt es viele gefährliche Orte für Menschen außerhalb ihres Lebensraums. Deshalb gibt es viel unbebautes Land und neutrale Gebiete, die von keinem Land besetzt sind. Warum suchst du dir nicht einen Ort, an dem du leben möchtest, wo du deine eigenen Regeln aufstellen und leben kannst, wie es dir gefällt? Vielleicht werden sie von wilden Monstern und menschlichen Kräften angegriffen, aber auch hier gilt: Der Stärkere überlebt. Du könntest kämpfen oder fliehen, je nachdem, was dir am besten gefällt. Außerdem glaube ich,
dass du in der menschlichen Gesellschaft völlig frei leben könntest. Du könntest zum Beispiel jeden töten, den du nicht magst oder der sich dir in den Weg stellt. Du würdest zwar für diese Verbrechen belangt werden, aber am Ende des Tages bedeutet das nur, dass du die Kraft hattest, die Tat zu begehen, und sie nicht die Kraft hatten, sich selbst zu schützen, erklärte Saelipta beiläufig. Es schien, als ob er wirklich an alles glaubte, was er sagte. Das ausgesprochen sanfte Verhalten, das er anfangs an den Tag gelegt hatte, war verblasst. Zeigst du dein wahres Gesicht? Fragte ich. Vielleicht. Aber ich habe nicht geschauspielert oder so. Ich fange an zu schwafeln, wenn ich aufgeregt bin. Du hast dich davon erholt, nicht wahr? Wann? Als wir über meine Vergangenheit sprachen, hätte ich einige negative Emotionen geglaubt, aber nicht diese PTSD-ähnlichen Symptome. Und ich fühlte mich ganz benebelt, bis du anfingst, mich zu ermutigen, freier zu sein. Sobald ich ahnte, dass es eine Art Angriff auf meinen Verstand war, lichtete sich der Nebel. Das dachte ich damals auch. Es war übrigens kein Angriff, sondern eine Beeinflussung, um deine Gefühle zu verstärken. Dann habe ich meine Kräfte eingesetzt, um dich zu beruhigen. Ich habe sie ziemlich stark aufgedreht, weil ich gehört habe, dass du einen verrückten Widerstand hast. Stellen Sie sich meinen Schock vor, als Sie auf mich reagierten, als wäre nichts passiert. Das klingt, als hättest du dich komplett dagegen gewehrt. Es annulliert, vielleicht. So sollte es eigentlich nicht laufen. Aber ich denke. Während Saelipta vor sich hin murmelte, begann ich mich zu wappnen. Ich wollte mir einen Gott nicht zum Feind machen, aber ein kälterer Schauer, als ich ihn je gespürt hatte, durchfuhr mich. Die Reflexe übernahmen die Kontrolle über meinen Körper, bevor ich es konnte, aber selbst dann war ich zu langsam. Saelipta war verschwunden und hinter mir wieder aufgetaucht. Jetzt schien das Wasser um mich herum schwer wie Zement zu sein, und ich konnte keinen einzigen Muskel bewegen. Jetzt die Fassung zu verlieren, würde mir keinen Gefallen tun. So ruhig ich konnte, fragte ich. Was hat das zu bedeuten? Wir befinden uns in einer unangenehmen Situation, aber ich möchte nicht, dass du einen falschen Eindruck von mir bekommst. Ich möchte dich wirklich nur kennenlernen. Du kannst ehrlich zu mir sein, wirklich. Eigentlich habe ich meine erste Kraft nur eingesetzt, damit ich deine ehrlichen Gedanken hören kann. Mir wäre es lieber gewesen, wenn du damit angefangen hättest, anstatt auf deine göttlichen Kräfte zurückzugreifen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie ehrlich ich zu dir sein kann. Richtig. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Völlig unerwartet. Ist dir klar, was du gerade getan hast? Nur, dass ich ein ekelhaftes Gefühl gespürt habe und mich instinktiv bewegt habe. Meiner Haltung nach zu urteilen. Habe ich wohl versucht, dich anzugreifen? Mein rechter Arm war in einer geraden Linie bis zu den Fingerspitzen ausgestreckt worden, durch die Stelle, an der der Gott vor einer Minute noch geschwebt hatte. Du hast einen Angriff mit dem geringsten Wasserwiderstand gewählt. Wenn ich ein kleinerer Gott wäre, hättest du meinen Rumpf durchbohrt. Und du hast meine Kräfte wieder abgelenkt. Ich habe versucht, dich bis in den tiefsten Kern deiner Seele zu enträtseln, viel stärker als bei unserem Gespräch. Wirklich, was ist mit dir los? Menschen sollten nicht in der Lage sein, göttliche Kräfte abzuwehren. Dein Widerstand ist viel zu stark. Wie ich schon sagte, ich habe keine Ahnung. Wie kann ein Mensch verstehen, was ein Gott nicht versteht? Stimmt. Es hat wohl keinen Sinn, dich zu fragen. Ich werde dich etwas genauer unter die Lupe nehmen müssen. Aber keine Sorge, ich werde dich nicht töten. Im nächsten Moment verschlang mich etwas anderes als Wasser,
Übelkeit und Ekel wirbelten durch meinen Körper. Mein Verstand verweigerte sich dem Verstehen, während etwas unerbittlich in mich eindrang und nach etwas in mir suchte. Fragmente von unverständlichem Geschwafel kamen von hinten. Schau, dieser Grund, das ist schlechter Geschmack, Erde, Gott. Sogar ich kann schmutzig spielen. Gerade als ich schreien und eine Erklärung verlangen wollte, wurde meine Sicht dunkel. Dann spürte ich ein heftiges Taumeln, als wäre ich in eine Waschmaschine geworfen worden. Bis ich schließlich stehen blieb. War ich befreit worden? War ich tot? Die Welt um mich herum war stockdunkel, und ich konnte keinen Finger rühren. Andererseits hatte ich auch keine Schmerzen mehr. Ich fragte mich, ob ich durch die Erfahrung ohnmächtig geworden war, aber es schien nicht so, als wäre meine Zeit im göttlichen Reich abgelaufen. Wo war ich nur? Das göttliche Reich war größtenteils eine weiße Leere, mit Ausnahme der von den Göttern materialisierten Gegenstände. Bedeutete die dunkle Leere, dass ich mich im Gegenteil des göttlichen Reiches befand? In der Hölle. Unmöglich. Obwohl ich nichts sehen und mich nicht bewegen konnte, spürte ich eine geheimnisvolle Leichtigkeit. Ich konnte nur denken, also riet ich weiter, wo ich war. Bald bemerkte ich ein Geräusch über mir. Dumpf, dumpf, dumpf. Das rhythmische Geräusch näherte sich mir, und ich konnte die Vibration spüren. Es klang, als würde jemand ein Loch graben. War ich in der Erde begraben? Es dauerte nicht lange, da war das Geräusch direkt neben meinem Kopf, und meine Sicht wurde weiß. Wöh. Alles in Ordnung, Kleiner. Wie, wer sind Sie? Ich drehte meinen Kopf so weit wie möglich nach hinten und entdeckte einen freundlichen Mann mittleren Alters, der einen Strohhut trug und eine Hacke in der Hand hielt. Er musste mich früher ausgegraben haben. Nicht Ihr Glückstag, was, sagte er. Ich hole Sie da im Handumdrehen raus. Halt dich fest. Mit seinen bloßen Händen fegte er schnell, aber vorsichtig den Dreck weg, der meinen Oberkörper bedeckte, als würde er eine Süßkartoffel ausgraben, bevor er mich unter den Armen packte und wie einen Rettich aus dem Boden zog. Danke, du bist ein Lebensretter. Solange es dir gut geht. Fühlst du dich krank? Tut es irgendwo weh? Mir geht's gut, danke. Was glaubst du, was du da tust? War Willia es? Ich drehte mich zu dem Geschrei hinter mir um und sah einen großen Teich, an dessen Ufer Willia es, die Göttin der Erde, stand. Mit ihrem zornigen Gesichtsausdruck hätte ich sie fast nicht erkannt. Ich folgte ihrem Blick und sah Saelipta auf den Knien kauernd auf der Oberfläche des Sees sitzen. Ich konnte zwar nicht hören, was sie sagten, aber sie unterhielten sich definitiv. Ai, was für ein Durcheinander. Ich möchte meine Nase nicht in diese Diskussion stecken. Wie wär's, wenn wir einfach hier rumsitzen und uns nicht auffallen? Verzeihung, aber bist du Grimp? Der Gott des Ackerbaus in ewigen Flitterwochen mit Willia ist. Oh, du kennst mich also doch. Du bist ein schlaues Kerlchen, bei. Bist du nicht der Ryomar-Junge, der neulich von der Erde herüberkam? Meine Frau hat schon viel von dir geklatscht. Nochmals danke, dass du mich gerettet hast. Wenn es dir nichts ausmacht, dass ich frage, wie bin ich hierher gekommen? Ich kann mich nicht erinnern, was passiert ist. Nun, wie du sicher weißt, waren wir auf unserer milliardenschweren Hochzeitsreise, als wir dort auf Saeliptas kleine Barriere trafen. Da wir sowas nicht jeden Tag sehen, haben wir uns umgesehen und gesehen, wie er dich versteckt hat. Also meine Frau. Na ja. Grimp schien zu zögern, also fragte ich nicht nach Einzelheiten, aber Willia es hatte die Barriere offenbar ziemlich gewaltsam durchbrochen und Saelipta und mich gefangen genommen. Sie begann mit ihrer offensichtlich sehr strengen Ansprache, während Grimp mich ausgraben dürfte.
Die beiden haben sich sowieso immer wie Hund und Katz verstanden. Das sehe ich. Als die Welt erbaut wurde, stritten sie sich darüber, wie viel Land oder Meer man in sie einbauen sollte. Seitdem haben sie immer ein paar Worte füreinander übrig. Nicht auf die nette Art. Eine ziemliche Rivalität, die sie da haben. Ich beobachtete die streitenden Gottheiten, als Sir Elipta sich in meine Richtung drehte und mich schließlich bemerkte. Ryoma. Würdest du mir zuhören, schrie Willias. Was soll ich nur mit ihm machen? Bist du in Ordnung, Ryoma? Erlaube mir, mich für die Handlungen dieses wahnsinnigen Gottes zu entschuldigen. Wie ich sehe, hat er dich nicht nur beleidigt, sondern auch körperlich verletzt. Bitte verzeih uns. Das ist nicht nötig, sagte ich. Willias trug keine Schuld an der Sache. Aber? Ja, Willias. Es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen, schaltete sich Sir Elipta ein. Halt die Klappe, Sir Elipta. Du hast ihn gehört, Ryoma. Diese erbärmliche Ausrede für einen Gott wird sich nicht nur nicht entschuldigen, er glaubt nicht einmal, dass er etwas falsch gemacht hat. Yep. So viel war aus meiner bisherigen Interaktion mit ihm klar. Ich habe nur das Gefühl, nachdem ich mit ihm gesprochen habe, dass Sir Elipta einer von diesen macht recht, Art. Sir Elipta strahlte und kam auf mich zu. Ganz genau. Ich wusste, du würdest mich verstehen, Ryoma. Genau das ist es, die universelle Wahrheit unter allen Kreaturen. Du siehst schon gut aus, und du sprichst mit mir. Ich dachte, du teilst meine Philosophie und oder verstehst mich, und ich habe mich nicht geirrt. Die meisten Menschen beschweren sich sogar über mein Aussehen. Shedapia Fais. Krimp hielt Sir Elipta zurück, bevor er mich erreichen konnte. Danke, sagte ich. Nach seiner Logik ist Sir Elipta, ein Gott, ein höheres Wesen als ich. Es gibt nichts, was ein niederer Mensch sagen könnte, um seine Meinung zu ändern. Aber? Das ist genug. Ryoma, er hat recht. Was soll der Junge denn machen? Es hat keinen Sinn, ihn auf den heißen Stuhl zu setzen, warf Krimp ein und stellte sich zwischen mich und Willias. Psychologisch gesehen war das sehr hilfreich. Ja. Sie haben recht. Es tut mir leid. Ich werde diesen Vorfall allen anderen Göttern melden. Geirin, Keirilul und Fernop Elia sollten sich eine angemessene Bestrafung für ihn ausdenken. Ach, nicht schon wieder die. Ich werde ihnen natürlich zur Seite stehen. Dein heutiges Verhalten war ein klarer Verstoß gegen unsere Regeln, sagte Willias. Ich war natürlich froh zu hören, dass die Angelegenheit unter den Göttern geklärt werden würde. Sir Elipta war zwar sichtlich verärgert über die Aussicht auf weitere Schelte, aber er versuchte nicht zu leugnen, dass er gegen ihre Regeln verstoßen hatte. Danke, sagte ich. Wenn das erledigt ist, ist es meiner Meinung nach Schnee von gestern. Weil ich der Gott der Häfen bin. Du musst an deinem Humor arbeiten, Ryoma. Sprich für dich selbst, verdammt. Und Willias steht genau dort. Sieht so aus, als würden die Dinge jetzt kompliziert werden, also werde ich abhauen. Oh, Ryoma. Was jetzt? Ich konnte mir nicht einmal die Mühe machen, irgendeine Feindseligkeit ihm gegenüber zu beschwören. Lass mich dir einen lustigen Leckerbissen über die Schlammschleime erzählen, nach denen du gesucht hast. Kennst du die Wälder um das Dorf, in dem du wohnst? Verwende Schlammmagie, um den Boden aufzurühren. Schlammschleime verstecken sich mit ihrer synchronisierten Fähigkeit, sodass du sie nicht auf Anhieb finden kannst. Bewege den Schlamm, unter dem sie sich verstecken, und sie werden aufgeschreckt und zeigen sich. Oh, okay. Das wird nützlich sein. Wirklich, das war ein toller Tipp. Wir sehen uns, Ryoma.
Ich hoffe, dass du eines Tages wirklich glücklich sein wirst. Das Leben wird sehr hektisch für dich werden, also sei darauf vorbereitet, aber genieße bis dahin deine friedlichen Tage in dem kleinen Dorf. Und wenn du wirklich das Gefühl hast, dass du das Leben nicht mehr ertragen kannst. Du weißt ja, wo du mich findest, sagte Saelipta mit plötzlich düsterem Ton und Ausdruck. Seine schlabberigen und hängenden Augen durchbohrten mich und forderten jeden auf, ihn zu verspotten. Tschüss, sagte er, kehrte zu seinem gleichen Gesichtsausdruck zurück und sank in den See. Was sollte das denn? Fragte ich, nachdem er völlig verschwunden war. Seltsam. Normalerweise ist er völlig egozentrisch und rücksichtslos. Ich habe ihn schon seit ein paar Jahrtausenden nicht mehr so aufrichtig sprechen sehen. Heißt das? UPS, sieht so aus, als wäre ich aus der Zeit gefallen. Die vertrauten Lichtpartikel begannen um mich herum zu schweben. Ich werde auch gehen. Danke, dass du mir aus dem Schlamassel geholfen hast. Ich hoffe, wir können nächstes Mal länger reden. Und? Willia is, Mine verhärtete sich. Ich habe von Saelipta erfahren, was er dir erzählt hat, Ryoma. Ich kann nicht verlangen, dass du es vergisst, jetzt wo du es gehört hast. Erlaube mir also, dir selbst ein paar Worte zu sagen. Dein Leben gehört dir. Das Leben ist lang, voll von Prüfungen und Schwierigkeiten. Du kannst dir an jeder Ecke Zeit lassen. Wähle deinen eigenen Weg. Wie sie reisen wollen. Wie du leben willst. Du hast das Recht und die Freiheit, dies zu tun. Bitte vergiss das nie. Danke. Oh, da gibt es etwas, was ich dir sagen wollte. Krim pries durch die schwere Luft. Ich erkannte, dass er ein sehr rücksichtsvoller Gott war, im Gegensatz zu Saelipta. Eine kleine Weisheit, wenn es um den Anbau von Pflanzen geht, erklärte er. Alles, was du tust, ist, die Viecher mit Dünger und Magie stark zu machen. Ich verstehe. Ich würde gerne richtige Anbaumethoden lernen, wenn ich die Zeit dazu habe. Gute Idee, bye. Auf diese Weise wirst du sicher bessere Ernten einfahren. Nächstes Mal erzähle ich dir mehr. Danke für den Rat. Wir sehen uns wieder. Nach einem Lichtblitz kehrte ich auf den nun verdunkelten Platz zurück. Puh. Offenbar konnten Götter die unterschiedlichsten Charaktere sein. Ich hatte gebetet, weil der Herr des Landes morgen kommen würde, aber das hatte mir nichts gebracht. Andererseits war ich wohlbehalten zurückgekommen. Ich beschloss, nach Hause zu gehen und so schnell wie möglich ins Bett zu kommen. Ich verließ das Heiligtum und machte mich auf den Weg nach Hause. Als ich durch die eisige Brise ging, kam mir Saeliptas Warnung wieder in den Sinn. Das Leben wird bald sehr hektisch für dich werden, also sei darauf vorbereitet, aber genieße bis dahin deine friedlichen Tage in dem kleinen Dorf. Und wenn du wirklich das Gefühl hast, dass du das Leben nicht mehr ertragen kannst. Du weißt, wo du mich findest. Es klang fast wie eine Prophezeiung. Ich würde bald in Gimul sein, und ich hatte gehört, dass die Kriminalität zugenommen hatte. Was veranlasste ihn zu dieser ernsten Ermahnung? Na ja, egal. Dein Leben gehört dir. Getreu Willia is, Ermutigung werde ich weiter in dieser Welt leben. Selbst wenn alles, was Saelipta über mich gesagt hatte, wahr wäre, würde ich hier mein eigenes Glück suchen. Zum Glück hatte ich noch viel Zeit. Und das Wichtigste. Ich bin zurück. Hallo, Ryoma. Das Essen ist gleich fertig. Da bist du ja. Würde es dir etwas ausmachen, mit Papa etwas zu trinken, Ryoma? Heute ist etwas passiert, aber er ist zu schnell, als dass wir mithalten könnten. Wenn das so ist, werde ich gerne mitmachen. Egal, was die Zukunft bringen würde. Es gab keinen Zweifel, dass ich hier und jetzt glücklich war.